Hallihallo und willkommen zurück hier wieder bei den Nachbarsbauern, die Challenge der Generationen. Wir sind hier wieder auf der Hinterkaifeck unterwegs, mit mir zusammen im Team der gute Franken-Andi und bei den Beginnern der Bennett und der Simon. Hallo zusammen. Mahlzeit. Hallöchen. So, wollen wir weitermachen? Ich fand das gerade sehr witzig. Ich nicht. Nee, ich nicht. Gacki? Ja? Ich dachte wenigstens, wir sind Freunde. Der Bennett will einfach nicht einsehen, dass er aus dem Norden kommt. Ich komme aus dem Westen. Und aus dem Norden. Ach du. Warte. Ja, hallo? Ach, ja, festnehmen wollen sie die. Ja. Okay. Du bist nicht in Ellerbach. Die erzählen den ganzen Tag nur Scheiße. Ja, ist richtig. Die meinen, dass hier im Westen der Norden ist. Genau. Ja, können sie festnehmen. Schönen Tag noch. ich wurde gerade angerufen, die wollen euch festnehmen. Du wurdest angerufen, die wollen uns festnehmen. Ja. Da kommt gleich Kinderpolizei vorbei. Ich meine, alleine für den blöden Spruch würden sie dich schon einbuchten. Ja, aber dumme Sprüche bringen kann ich genauso gut wie du. Ja. Ja, du bist schon noch ein bisschen besser, aber... Hey, ich meine, du hast ja zumindest was von mir gelernt. Das ist doch schon mal gut. Ja, du warst ja lange genug mein Chef, leider. Leider. Leider, sagt er hier. 20 verkackte Folge hast du mich da mit dem scheiß ekelhaften Sonnen durch die Map fahren lassen. 20 Folgen. Ja, Zuckerrüben. Ja! Voll die geilen Zuckerrüben. Und du hast bestimmt nicht mal was daran verdient, denn ich weiß, Digga. Doch, wir haben die damals pervers teuer verkauft. Echt? Ja. Weiß ich gar nicht mehr. Weiß nur, dass ich ständig durch die Gegend geballert bin da. Wird da bei ihr am Händler rumgestanden und hör fast nichts durch. So, tja, was mache ich jetzt? Ich glaube, das... Roll mal die Seemaschine jetzt doch auf. Ich glaube, das waren die teuersten Zuckerrüben, die jemals im Landwirtschaftssimulator gehandelt wurden. Die wurden nie denn gehandelt? Ich weiß nicht mehr, aber wir haben echt unverschämten Preis ausgehandelt. Ja, da war der Rudolf mein Chef. Und ich hab gleich die erste Folge verkackt. Neu dabei und gleich die erste Folge verkackt. Ach ja, das war toll. So sind sie halt, die Stiften. Stiften? Geh ja, gleich mal stiften. Ja. Jetzt wirst du stiften gehen. Hm? Mehr als Stift kann man doch nicht sein. Doch, ist ja. So, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Betreiben wir uns mal. Uah, gut, das ist nicht so weit. Ja. Aber besser als nichts. Haben wir noch ein bisschen Kette über? Oh. Geht nicht mehr. Schade. Was ist mit denen da? Dann bleib da, mein Freund. Warum kann ich jetzt einen von den Kackanhängern entholen? Das war das schon gut. Jetzt gibst du mal lieber einen Gast da hinten, sonst zieh ich dich gleich schwarz für dich. Ja. Der Dresche macht jetzt schon aber die Warboys I. Ja, das hat doch nichts damit zu tun, dass ich nicht schon mal einen Wagen wegbringen kann. Ja, jetzt war der Breisgau gerade noch ein bisschen doof. Ja, gerade hast du noch gesagt, dass du da bist. Simon, schalte doch in den zweiten Gang. Wir bereiten schon mal vor. Das ist auch gut. Was bereitest du vor? Och, ich stelle den Drescher schon mal ans Rapsfeld, Anhänger schon mal hin. Ich habe aktuell nichts zu tun. Was? Ist das möglich? Vorher haben wir uns immer das Schlagen mit Arbeit.
Ja, alles gedüngt, alles mit Unkraut gespritzt. Achso, ja, wenn die anderen zwei schon mal da sind, sag mal, die Primus, ne, die braucht ihr doch nicht dauerhaft. Kann man die mal ausleihen? Ja, kann man. Aber dann braucht ihr auch unseren 1050. Nee, den brauchen wir nicht. Das glaub ich wohl. Quatsch. Was für einen Trecker willst du nur davor tun? Nö, ich wollte dich eigentlich davor sitzen. Aber du wolltest mich in mich buchen, oder? Nee. Also bitte. Was soll ich denn bitte mit? Nee, aber so den Primus würden wir gerne mal ausleihen. Wär das mal okay? Kostet halt. Was kostet? Das musst du selbst fragen. Ja, ich bin doch schon da, aber kann doch nicht Fragen für euch beantworten. Hat da nehmen zwei, drei Duschwätze selbst. Ach ja. Du kannst mir nicht sagen, dass der nicht ein bisschen beschränkt in seiner Denkart ist. Doch, ist schon. Zu viel beschränkt vielleicht. Ja, das ist auf jeden Fall so, aber sei es halt nicht so hört. Ja, sonst ist ja noch traurig, ne? Ja. Was? Wollen wir hier noch ein bisschen. Hä? So. Ich bin definitiv zu müde heute. Das ist früher morgen. Ich hab definitiv gestern Abend zu lange telefoniert. Mhm. Sehr schön. Halb aber zwei ist dann doch nicht so meine Zeit. Ach Mensch, die Jugend von heute. Nix hält sie mehr aus. Mein Schlafrhythmus ist komplett im Popo. Naja. Ich sag jetzt da mal lieber nichts dazu, ne? Besser als der Turbo von 29. Auch dazu sage ich nichts. Stimmt. Gut. Mehr habe ich keine Lust. Was? Achso. Ich habe mal angefangen, das Silo ein bisschen festzufahren. So? Ja, du könntest vielleicht ein paar Bäume pflanzen. Kann ich dann machen. Ich stelle jetzt noch schnell die Anhänger zum Rapsfeld und dann könnte ich hochkommen. Beziehungsweise, du müsstest vorher vielleicht noch ein bisschen... Du, dann du Gas unterm Hintern, Chris. Hey, doch schon da. Hey! Mein Gas, denk nun. Ich bin stolz auf dich. Santa Maria. Leer jetzt aus. Und dann leer schneller aus. Uiuiui. Müssen wir noch lernen? Ich werde definitiv mal für ein Schadenssystem überlassen. Oh ja, das wäre ich. Es gab es ja schon mal, glaube ich, im 15er gab es mal so einen Mod. Ja. Der hat aber leider nicht ganz so gut funktioniert, weil immer, wenn du über die Bordsteinkante oder so gefahren bist, haben die Geräte Schaden bekommen. Ja, dann sollte Giants, wenn, dann schon selber bringen. Ja, werden sie nicht tun. Werden sie nicht, weil sie dann keine Jugendfreigabe bekommen. Was nicht? Ja. Dann ja. Ist der mehr ab Null. Ja. Was ist das denn für ein Dreck? Der verkehrte Fahrer besser sein, weil das sonst 6 oder ab 12 wäre. Das ist genau das Gleiche. Das ist ein Schwachsinn. Tja. Ist das nur in Deutschland so? Ich glaube, das ist der internationale Jugendschutz-Dingsbums da einfach. Das ist halt so. Ist schon aber irgendwo auch Schwachsinn, ne? Ja, natürlich. Ja. Ist das dann auch so, wenn die realistischen Bohnen reinbringen wollen? Na doch, wahrscheinlich. Nein, das ist der Fahrer.
Das dürfte nichts machen, aber eben, deswegen da kannst du eben durch die Fußgänger durchfahren zum Beispiel. Ah, ich glaube, ich hätte da abbiegen müssen. Ja. Ah. Und ja, sind halt so ein paar Sachen, die einfach dann nicht machbar sind. Deswegen durften die auch, glaube ich, nicht sagen, dass die, wo du dann im 17er reingekommen ist, dass die Tiere verkaufen kannst und so. So zum Händler durften die ja nicht sagen, dass es ein Schlachter ist, weil die Peter gemeckert hat oder so. Ach gut, dafür gibt es ja zum Glück die guten Modder, die das alles dann... Da war doch irgendwas, dass da irgendeine Theater gemacht hat, weil es überhaupt Viecher geht. War da immer was? Ja, ah. irgendwas war da mal, weiß ich noch. Da war bestimmt die Peter oder so. Oh, Jesus. Oder der Nabu. Hallo, Baum, stopp. Ja, alles gut, Andi. Du brauchst jetzt nicht hier Baumstopp machen. Der wollte hier... Kannst mit uns reden. Du brauchst nicht vor dem Baumstopp machen. Ich wollte mich vor dem Baumstumpf schmeißen. Was? Vom Baumstumpf? Ja. Einer der krassesten, Andi. Ja, ich sag's dir. Und dann breche ich mir einen Ast ab. So, lass gleich einen Anhänger da oben stehen. Du musst ja eh her. Die last beide hängen da oben stehen und kauften meinen. Der ist ja leer. Nein, aber ich kauf ja noch einen. Ah ja, stimmt, da war was. Ja. So, guck mal, was ich hier habe. Oh. Oh. Wir hätten die andere kaufen sollen, oder? Das gibt so eine flache davon. Ja, das ist aber auch ein Mod, glaube ich. Weiß nicht, ob wir den überhaupt drin haben. Oh Gott, was war das jetzt hier? Leck des Todes? Bei mir nicht. Gut. So, wie sieht's denn auf eurem Hof aus? Was geht denn da voran? Seid ihr euren Siegesbedingungen schon näher gekommen? Tatsächlich ja. Guck mal, Bennett. Ach, ich kauf den Anhänger eben. Achso, noch machst du. Ja, dann bring du mal lieber die anderen Anhänger hier hin. Ja, ich stell's hin, ne? Aber mit Michelin-Reifen schon, ne? Ja. Aber so, wie seid ihr denn den Siegesbedingungen näher gekommen? Warum? Ja, einfach nur eine Frage. Also, darf ich sie nicht stellen? Doch. Wir haben Geld verdient. Wir haben einen Plan. So. Ja, gut, aber seid ihr deswegen den Siegesbedingungen näher gekommen? Weil wir sind. Andi, das brauchst du nicht verstehen. Warum kann ich jetzt den Baum nicht lang? Was? Wenn wir denn echt gewesen hätte, hätte ich am Mittag viel da irgendwo durchgeballert. Ja, siehst du, ich gerne. Ah, die Hund. Ah! Du musst halt stehen bleiben. Mach halt it. Ich muss jetzt meinen Baum hin. Hallo? Baum? Ach, meine Kette ist zu kurz. Mensch, sag das doch. Dann wissen wir. Ich wundere mich schon, warum. Wenn ich. Oh, geil, morgen grillen. Toll. Was, grillen? Ja, morgen. Du bist krank, du hast Corona, du kannst nicht grillen. Willst du morgen vorbeikommen? Nee, ich. Weißt du, was. Wieso soll ich nach Norddeutschland kommen? Tatsächlich, für dich sind wir vielleicht Norddeutschland, aber geografisch gesehen ist das hier Westen. Nee, aber. Das so ist, Bernhard, aus du. Wikipedia. Aha. Ich habe eine sehr zuverlässige Quelle. Ja, natürlich! Wikipedia hat immer recht. Genau.
Google hat generell immer recht. Und ja, Google hat sich. Ja, Dr. Google. Dr. Google, genau. Ja. Sehr gut. Ja, was haben wir eigentlich da im Frontladen mit der Palettengabel dann? Weiß ich nicht. Eigentlich gehört der Frontladen an den kleinen Fan. Damit ihr es wenigstens ab und zu so aussieht, als ob ihr was arbeiten würdet. Immer diese Leute, die große haben, aber selber nichts tun den ganzen Tag. Ja. Kann ich haben. Wenn dir leid. Ich bin Baumschubser. Ja. Das ist auf jeden Fall keine gute Begabung. Oh. Ich liebe die Dinger. Wieso ist das keine gute Begabung? Baumschubsen ist voll toll. Baumschubsen ist super. Wenn du irgendwie mal gegen einen Baum fährst, dann sag Bescheid, ne? Ich hab Baumpflaster dabei. Baumpflaster? Ja. Ja. Hat er vorher bei Gegner eingekommen? Nein, die mache ich immer selber. Ach so. Ja, aber baust du die nicht selber? Nein, tatsächlich fahre ich nicht auf gegen Bäume. Wir sind hier nicht im Eurotrack-Simulator. Ach, so ist das. Ja, im Eurotrack-Simulator kann das schon mal vorkommen, dass ich gegen einen Baum war. Negaki! Schon mal, ja, ja. Die Untertreibung des Jahres. Ja, also ich hätte jetzt auch eher als permanent gesagt, aber gut. Das ist mal Auslegungssache. Nein, das ist richtig. Nächste Woche. Das wird super. Und da kann ich quasi keinen Unfall bauen. Warum? Da kann ich nächste Woche wieder vorfahren. Mal gucken. So. Vielleicht fährt ja noch jemand anderes mit. Genau. Vielleicht muss man rüber bis später. Aber die sind noch nicht gewachsen, die Bäume, oder? Doch. Doch. Ich muss jetzt einfach mal den Unterschied zwischen denen, die ich jetzt gerade setze, angucken und die schon ein bisschen länger stehen. Hm. Die haben schon den ersten Schub drin. Wie lange dauert, bis die ausgewachsen sind? Ich habe noch, glaube ich, einen Baum gepflanzt. Wenn es Standard ist, glaube ich, 10 Ingame-Tage. Das ist jetzt nicht so viel, ne? Nö. Ich kann bei mir auf der NF Marsch, da habe ich irgendwie, ich glaube, 500 Bäume gepflanzt. Die sind jetzt gerade wieder ausgewachsen. Oh, sehr gut. Und eine kleine Wiese noch wenden? Kann ich jetzt rangehen und... Oh, muss ich mich jetzt auf die andere Seite rüber? Oh. Also ich wollte mir die... Ach ja, tatsächlich, die sind dicker. Da ist schon buschig, ne? Die sind... Ja. Und die haben auch schon ein bisschen Kollision. Also wenn du da ranfährst, da huppelt es manchmal schon. Die Reiche, die zwei hängen da? Ja. Okay. Nein, das stimmt. Ja. Ja, der Betrag hat auch schon 17 Stunden. Der Fan, den haben wir erst letzte Session gekauft und der hat schon 4,1. Ja. Der muss eigentlich quasi durchgelaufen sein, die letzten Aufnahmen. Oh. Okay. Ich entführe dir mal den, die Baumstumpfräse. Okay. Sehe ich gerade. Ja, nimm sie mit. Ich brauche sie nicht. Deine Twitch, wer fängt mit deinem Preußen? In der Shop. Hey, wer hat denn da Baum gefällt? Ach, und dann lässt es einfach mitten auf dem Ding liegen, oder wie? Nein, die habe ich da vorsichtig abgestellt. Also, wo ist der? In der Halle, mitten auf dem Hof da. Da ist denn wieder zurück, danach. Weil ich Unordnung hasse. Ja, aber ich hätte doch gleich genommen. Ja, und? Ich mache ein bisschen länger, Kaki, okay? Na, aber du bist ja dann. Ich bin gleich da. Gib mir noch. Ich tu trotzdem schon mal den Rausschmiss beginnen. Ach so. Ja, genau. Leute, wir sind schon wieder am Ende für heute.
Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Däumchen da lassen, Kommentare schreiben, beim Andi reingucken und nächstes Mal wieder reinschauen. Wir würden uns freuen. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Ja, ich sage auch vielen Dank fürs Einschalten und ja, wie der Gacki schon gesagt hat, ne, immer hier fleißig interagieren. Wir freuen uns. Tschüss.